Wir hatten gegen 20.20 Uhr einen Alarm in einem Mühlengebäude an der Karl-Urbach-Straße mit starker Rauchentwicklung. Es gab mehrere Anrufe, die über diese Rauchentwicklung berichtet haben. Daraufhin wurde die Feuerwehr mit starken Kräften hier an die Einsatzstelle entsandt. Wir hatten starke Rauchentwicklung aus dem Erdgeschoss, aus dem Obergeschoss und aus dem Dachgeschoss. Starker dunkler Qualm, das hieß für uns hohes Brandausbreitungsrisiko im Gebäude. Und daraufhin wurden mehrere Trupps sofort zur Brandbekämpfung entsandt. Wir haben hier ein altes Mühlengebäude mit industrieller Nutzung. Das stammt aus einer Zeit, in der auch der vorbeugende Brandschutz, Brandtrennwände und Ähnliches noch nicht so strikt waren. Das heißt, für die Feuerwehr war es schwierig, überhaupt einen Überblick der Lage im Gebäude zu bekommen. Der Rauch trat an verschiedenen Stellen aus. Es war zunächst nicht klar, wo das Feuer initial entstanden war. Und weil dieses Gebäude eben sehr alt ist, hat es auch sehr viele Holzdecken, Holzböden, Holztreppen. Die brennen sehr gerne. Es gibt Öffnungen im Boden, durch die man fallen kann, wenn man nicht sieht im Qualm. Und insofern war das also sehr aufwendig, sich da drin erstmal Orientierung zu verschaffen. Ja, zu den Schwierigkeiten in dieser Einsatzlage gehört auch, dass uns gegenwärtig keine Pläne für dieses Gebäude vorliegen. Wir haben zwar Luftbilder, die wir aus Kartendiensten gezogen haben, aber wir versuchen jetzt auch nochmal rund ums Gebäude zu fliegen, von oben genauer auch ins Gebäude hineinzuschauen und so eine bessere Lage Erkundung zu bekommen. Kann ich im Augenblick nur überschlägig sagen, ich gehe von ungefähr 100 zu 120 Kräften der Feuerwehr Grevenbruch aus. Wir haben zudem Unterstützung aus Jüchen und aus Rommerskirchen, die ebenfalls nochmal mit 20, 25 Leuten hier sind. Dose dafür. Ja. Für die Scheinwerfer brauchen wir auch. Ja. 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 Ja.